Ja, ich würde sagen, wir machen dann einen kurzen Zeitsprung von ein paar Stunden. Die Uni und vielleicht auch Nine Dragons sicherlich damit zubringen werden, noch finale Vorbereitungen für das Festmahl, das jetzt am Abend stattfinden soll, sprich das gute Barbecue, anzustreben. Dementsprechend das Fleisch, das ihr in Raummengen in Thunder Bay gekauft habt, schon mal zu präparieren und vielleicht auch schon mal die Zapfanlage, die frisch im Blue Cat installiert wurde, anzutesten. Draußen könnt ihr währenddessen beobachten, wie die Bühne zu Ende aufgebaut wird. Und ihr habt da ja auch schon mal ein paar Kostproben spendiert. Die werden da auch genossen. Und ja, kaum dass die Bühne steht, ein paar Minuten später fährt dann schon so ein ramponiert aussehender Lieferwagen auf den Hof neben die Bühne. Der ist reichlich besprüht. Scheint aber so auszusehen, als wäre das irgendwie so Teil des Charmes, denn das Logo von Cowboy Valhalla ist tatsächlich in diese Farbmasse, die da aufgetragen ist, so reingekratzt, sodass das blanke Metall quasi in diesen krakeligen Buchstaben, die man sehr gerne mal bei Death Metal oder so verwendet, sowas ähnliches wie Cowboy Valhalla dort lesen lässt. Und ja. Da springen dann vier Orks aus dem Lieferwagen, beginnen Verstärker, Instrumente und dergleichen rüber zur Bühne zu karren und dort eben aufzubauen. Nach und nach treffen dann auch die ersten paar Besucher frühzeitig ein. Und gesellen sich zu denen, die bis eben noch aufgebaut haben. Vom Pickup, von dem sie die Bühnenteile runtergeladen haben, werden auch jede Menge so Klapp-Plastikstühle herunterbefördert und dann in so geselligen Kreis aufgestellt. Und man lässt sich mit eins dafür mitgebrachten. Man wartet offensichtlich auf den Gastgeber, damit der die Theke eröffnet. Werden noch so Sixpacks rumgereicht mit Dosenbier, die man aber schon anbricht. Ey, wird wahrscheinlich das währenddessen sich darauf einstellen, gleich zum Pokern zu fahren. Möchtest du pünktlich sein? Also 21 Uhr war ja da angegeben. Bist sehr leise, aber man hat gehört, du willst vorher da sein. Okay. Okay. Ja. Aber die Party fängt ja, wie gesagt, schon früher an. Dementsprechend wirst du, während du dich dann drinnen fertig machst, draußen hören, wie die ersten Gitarrenlaute. Und es ist wirklich eher Geschrabbel, was da zunächst beginnt. Hauptsächlich um auszutesten, wie laut man diese Anlage kriegt. Beginnt über den Platz zu dröhnen. Oni wird währenddessen wahrscheinlich auch schon den Grill anschmeißen und erste Fleischstücke draufwerfen. Ja, ich würde auch dem Prospect irgendwie erklären, wie er die Zapfanlage zu bedienen hat, wenn er es nicht selber irgendwie rauskriegt. Ja, ist nicht dumm. Hört sich das an. Ja, klar mache ich, klar. Ja, und die Fässer sind ja also sind ja da, angeschlossen sind sie auch. Und dann würde ich mich erstmal um den Grill kümmern und den Grill so positionieren, dass ich einen ganz guten Blick auf die Bühne habe, um mir die Band mal anzuhören. Vielleicht ist er ja gar nicht so furchtbar. Nö, wie gesagt, man macht noch so einen Soundcheck, der hauptsächlich darin besteht, zu gucken, wie laut kann man diese Anlage aufdrehen. Nachdem man das Maximum rausgefunden hat, stellt sich dann so ein Ork mit wirklich so einer Haarmähne, die sich an die
Ich weiß nicht, wie gut Oni sich damit auskennt, aber uns als Zuschauer wird das an so 80s Glamrock erinnern, was er da auf dem Kopf trägt. Wirklich auch blondiert. Und mit so einer nietenbesetzten Jacke, einem langen Zottelbart, aus dem imposant seine verzinkten Hauer hervorgucken. Also wie der hat so auftopierte Haare, Zottelbart und boah, also Oni ist stylmäßig auf jeden Fall geblendet. Ja. Aber lässt sich nichts anmerken. Abrunden tut sein Outfit, tun sein Outfit so braune Cowboy-Stiefel mit jede Menge Nieten. Und der klopft dann so zwei, dreimal gegen das Mikrofon. Man hört so ein lautes, lautes Fiepen, das einmal über den ganzen Platz geht. Und selbst die Biker kurz zusammenzucken lässt. Und dann. Guten Abend, das ist ein Cowboy Valhalla. Und dann fangen auch schon alle an, ihre Instrumente zu hauen. Und es kommt etwas heraus am Ende, was sich aus einer wirren Mischung aus Western Cancan und Nordic Metal anhört. Mit wildem Gegraule, aber auch gleichzeitig irgendwie so seltsam zum Tanzen anlädt. Und wie gesagt, die fangen an zu spielen. Spielen ein paar Minuten, dann siehst du, wie tatsächlich ein Wagen auf dem Hof gezogen wird. Von zwei Bikes. Der Wagen selbst ist mit so einem Tuch abgedeckt. Also mit so einer großen Plane. Fahren dahin und die Biker steigen ab. Dahinter kommt noch ein Wagen zum Stehen und die Person, die da aussteigt, hast du auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist diese Thaler, die irgendwie rechte Hand von dem Präsidenten da zu sein scheint. Steigen von ihren Bikes bzw. aus ihrem Auto aus, nicken so selbstzufrieden über den Platz, den sie da vorfinden, und kommen auf. Ja, Uni steht am Grill. Wo ist gerade Nine Dragons? Ja, ich hatte eigentlich den Grill eigentlich zu meinem Areal erkoren, aber wenn sich Uni da reindrängelt, dann würde ich wahrscheinlich wieder mehr Richtung Haus. Ich überlege mir gerade, wie ich das Ganze hier noch imaginär aufhübschen kann. Ich würde nämlich gerne ein Riesentrugbild dann machen, aber wahrscheinlich ist es noch zu früh. Ich warte erstmal, bis alle ein bisschen angetrunkener sind und dann denke ich, so ein östlicher Drachen, der sich um unser Haus windet, wird wahrscheinlich ein ganz gutes Werbebanner abgeben. Ich würde übrigens, wenn ich Nine Dragon sehe, ihn natürlich auch zum Grill dazu holen. Ich meine, ich habe uns irgendwie, keine Ahnung, noch so, diverse Sixpacks stehen noch so neben dem Grill, also wir müssen nicht ständig rüber zur Zapfanlage. Und ich hätte allerdings als reine Vorsichtsmaßnahme auf jeden Fall meine Pistole, die steckt hinten im Gürtel, habe irgendwie Unterhemd drüber oder was weiß ich, aber ich habe sie nicht im Haus. Ja, du hast auch bei den einigen von den, oder habt ihr bei einigen von den Gangmembern, die da sitzen, so, die so lässig irgendwie so eine Handfeuerwaffe im Gürtel stecken haben. Gut. Ja, aber ihr seht, wie gesagt, ihr beide steht am Grill und kümmert euch da um die rauen Mengen an Fleisch. Und seht jetzt, wie Thaler über den Platz marschiert und lächelnd zu euch rüberkommt, den anderen Gangmembern, die da so auf Biker-Crew-Membern, die da schon auf diesen Klappstühlen sitzen und sich das Geschrabbel der Band anhören. Zunickt, kriegt auch gleich vom Prospekt ein Bier in die Hand gedrückt und kommt aber zu euch rüber. Guten Abend, die Herren. Und was darf es denn sein? Ich zeig mal so auf unser Sortiment an Grillgut. Ein Hotdog vielleicht, erstmal so zum Anfang. Das klingt fantastisch, das sieht gut aus.
Ist echt. Ich mache hier so einen Hotdog fertig. Zieht die Augenbrauen hoch, als du meinst, das ist echt. Ja, das Brot. Also. Wir haben deine Karre mitgebracht. Ich dachte. Ah, cool. Ich drücke ihr den Hotdog in die Hand. Sie hält jetzt in der einen Hand Bier, in der anderen Hand Hotdog, preist immer rein. Komm mal mit. Dann werde ich mal ihr folgen. Ja, da ich wahrscheinlich selber keine Lust habe, die ganze Zeit am Grill zu stehen, würde ich ein Feuerelementar beschwören, weil mit denen stehe ich eh auf Kriegsfuß. Den hatte ich auch schon zum Löten des Grills damals verwendet. Der soll für uns bitte das Grillen übernehmen und hier das Fleisch in allerfeinster Manier vorbereiten. Okay, ja. Dann mach das mal, würfel da mal gerade. Beziehungsweise sagt mir, welche Stufe. Stufe 3. Okay. Obwohl für so ein lächerliches Grillen, glaube ich, Stufe 2 reicht. Ja. Okay. 4 Erfolge. Ja, dann hast du tatsächlich zwei Dienste bei dem frei, von dem der erste sein wird, grill mal. Genau. Ja, und da steht tatsächlich so eine kleine Flammengestalt in humanoider Form, die da neben dem Grill steht und immer mal wieder reingreift und ein Stück Fleisch umdreht. Schön medium. Ich gebe dir mal Es Anweisung von der Seitenlinie. PR-technisch großes Tennis, was wir hier machen. Ich sage es dir. Ja. Die anderen gucken auf jeden Fall interessiert. Vielleicht einige auch ein bisschen verunsichert, wie das jetzt mit dem Essen abläuft. Aber beeindruckt sind sie alle mal. Ja, und Tada führt euch halt Hotdog in der einen, Bier in der anderen Hand rüber zu dem Wagen. Ja, von der Form erkennst du ihn jetzt als deinen. Und sie nickt so einen Typen zu, einen von den Bikern. Euch vorher schon mit dem unterhalten, der heißt Opie. So ein Mensch mit so einem langen Rauschebart. Bisschen dicklicher. Der geht halt an den Wagen und packt so an die Plane und wartet darauf, dass Tala ihm zunickt und zieht dann die Plane von dem Wagen. Und dein Wagen, mal abgesehen davon, dass er keine Beulen mehr hat, und ja, im besten Zustand ist, komplett mattschwarz lackiert. In den Reifen sind so na, Spinner drin, also so Platten, die sich halt quasi drehen beim Fahren. Und da guckt so zu dir rüber und. Ja, also ich grinse breit, dieses japanisch-dämonartige Gesicht grinst wie so ein Honigkuchenpferd bis zum Ohr, die beiden Zähne so quer raus. Oh, nicht schlecht. Also ich trete sozusagen auf den Wagen zu und streiche dann irgendwie so mal mit der Hand über die Lackierung und also bin sichtlich angetan. Ja, du Und streichst da so drüber und merkst so, wie da, wo deine Hand lang fährt, verändert sich so kurze Zeit das Metall, die Farbe des Autos zu so einem ja, also dann wirklich wie so ein tiefen Kind, Rot. so, die Farbe verändert sich. Es gibt also immer Blicke zurück zu denen, die es gemacht haben, so und dann wieder dahin und wieder zu denen zurück. Ja, und so werde ich jetzt erstmal mindestens 20 Minuten um den Wagen rumschleichen und mir alles angucken. Und immer wieder alles kommentieren. Wie geflasht ich von ihrer Arbeit bin. Also du stellst fest, sie haben ja tatsächlich auch so Neonlampen unter dein Auto montiert, die du anmachen kannst, wenn du möchtest. Und sie haben ja auch eine AR-Oberfläche installiert, sodass dein Auto beim Fahren quasi die ganze Zeit so flammen würde, das Auto rüber und wegstreichen in der Das kann ich Fahrt. auch noch anschalten. Ja, Ich sicher. denke mir, es ist der unauffälligste Runnerwagen, mit dem wir einfach alles observieren werden. Ja, und Ganz klarer ein. Was ist das eigentlich für ein Auto?
Das ist ein ganz Was ist das profaner. für ein Auto? Von der Ente oder was? Und dieses voll aufgepimpt. Ein Ford America. Also so ein 0815 Mittelklassewagen. Aber damit fahre ich jetzt immer auf die Spinnerbrücke, treffe da meine Jungs und dann läuft es. Ja, haben die übrigens auch, sagt Opi dann, einen Kühlschrank in die Mittelkonsole installiert. Ja. Ihr seid doch verrückt. Ein Kühlschrank, ja? Wow. Und sag mal, woher wusstest du, dass ich Bonsais liebe? Zeig auf irgendeinen Bonsai, der vielleicht irgendwo. Ja, stimmt, das andere, das R-Modul haben wir auch installiert. Wenn du willst, dann baut sich so von der Motorhaube aus, gehen so ein kleines Bonsai-Bildchen über dem ganzen, über der Yes! ganzen Front auf. Ja, also Und dann leuchtet einmal Uli ist außer sich. kurz so vor der Frontscheibe so eine dämonische Fratze auf und darunter steht Oni. Dann wird einmal laut gebrüllt, irgendwie die Party ist eröffnet. Dann ziehe ich meine Knarre, schieße irgendwie dreimal in die Luft, steck sie dann wieder irgendwie weg und hoffe, dass das Bier fließt und die in den 80er Jahren des vorletzten Jahrhunderts hängen gebliebenen, nee, letzten Jahrhunderts. Also jedenfalls, dass die Orks anfangen, Musik zu machen. Ja, die. Das ist natürlich auch mein Signal. Ich werde jetzt diesen Drachen aus dem Haus aufstehen lassen. Und der bricht oben durchs Dach und schlängelt sich dann drumherum. Zauber das ruhig mal. Aber ich würde sagen, zumindest, also ich gehe davon aus, dass das klappt. Und ja, die Band schmeißt alles rein und fängt auch an, ihren ganzen Instrumenten drauf zu schrammeln an. Oder Ork brüllt in sein Verfolgen. Mikro. Ja, und gleichzeitig steigt aus dem Haus so ein östlicher Drache auf, spuckt einmal Feuer in den dunklen Himmel. Ja, und alle posten sich zu und beginnen ihre Biere zu leeren. Prospect rennt schweißgebadet nach ein paar Minuten rum und um ein Bier, neues Bier zu bringen. Ich werde natürlich mitmachen, ich werde auch den Schnaps mobilisieren. Und außerdem kriegt Coyote sofort eine Nachricht, wo er bleibt. Ja, das siehst du auf jeden Fall. Ey, wenn du trittst jetzt gerade raus, du siehst das auch, wie der Drache nochmal von eurem Dach einen Feuerstrahl in die Nachtluft bläst. Sehe wahrscheinlich auch, dass alle noch in Ordnung sind und sich keiner aufregt und ich deswegen wegen den drei Schüssen, die ich nicht zuordnen kann, auch keine Panik kriegen muss. Du Auf siehst jeden Fall wie. potenziell die anderen beiden auch eine Was zum Henker passiert da draußen? Nachricht auf ihr Comlink haben. Ava, Ava, warte. Ich Ja. fahr dich. Ich fahr dich. Komm, das musst du dir angucken. Also ich Halt, 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 drück sie bevor du so gehst. Richtung Auto. Ich drücke ihr noch 20.000 Yen in die Tasche. Setz auf dich. In Ordnung. So. Na, wie findest du es? Ich stehe vor dem Auto und guck dich an, wie jemand, der Begeisterung erwartet. Ich würde dann tatsächlich erstmal auch das Auto begutachten, würde wahrscheinlich auch die Was machen? umliegenden. Hier muss man drüber streichen. Streich mal drüber. Da, ja, streich mal. Genau da. Da, guck. Der Lack verändert sich. Ist das geil oder ist das geil? Da sieht man tatsächlich auch, dass ihr Interesse geweckt ist. Und gerade als dann die AR ins Spiel kommt, ist sie eben tatsächlich ähnlich begeistert, wenn auch auf einer eher technischen Ebene. Warte, 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 warte. Werde. Ah, nee, der Feuereffekt geht ja nur an, wenn ich fahre, oder? Naja, da streicheln dann so Flammen über deinem Wagen. Ja, okay, dann werde ich ihr das sofort demonstrieren, sobald wir auf der Straße sind. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich fahre sie nur kurz zu ihrem Spiel. Thaler prostet dir mit ihrem Hotdog zu und beißt nochmal rein. Ja, ich werde mich dann auch ausgiebig lobend über diese doch recht passable Arbeit, was das AR angeht, auslassen, die ich jetzt definitiv so nicht erwartet hätte. Ja, Jack, den ihr ja schon kennt, als ihr beim Casino vorfahrt, guckt nicht schlecht. Eine Sache werde ich allerdings noch auf dem Weg sagen.
Ist natürlich klar, du musst den Wagen leider durchchecken. Die haben bestimmt irgendwas eingebaut, um ein bisschen mitzuhören. Also das würde ich dann gerne loswerden. Aber ansonsten wirklich geile Arbeit. Ich schaue mir nachher an. Und dann auf den Parkplatz. Ja, wie gesagt, Jack, der Türsteher, den ihr schon kennt und der euch nicht wirklich leiden konnte, guckt trotzdem nicht schlecht, als Ava da aus dem Wagen aussteigt. Ja, würde mich wahrscheinlich dann nochmal reinbeugen und so auf die Schulter klopfen. Viel Spaß heute Abend, aber lass die Pistolen stecken. Ja, mal sehen. Also, verspiel nicht unser ganzes Geld. Wir brauchen mehr, wenn du zurückkommst. Von dir habe ich kein Geld, also kann ich ja theoretisch nur das von ihm verspielen. Ja, ganz so ist das Also so nicht. den Hast du schon. Deko. Du wirst schon gewinnen. Also, bis dann. Bis dann. Und ruf an, wenn wir dich abholen sollen. Wenn ihr bis dahin Komm noch nicht ohne nüchtern Geld seid. wieder. Wir werden irgendjemanden finden. Der Prospekt darf nicht trinken. Also. Ich klopfe ihm dann auf die Motorhaube, wo es ja wahrscheinlich nochmal dieses Rot kurz auf dem Schwarz bildet durch die Hand wärmen. Ich mache irgendein scheiß Gadget an. Und dann rausche ich mit meinem Proll fort von da. Ja, aber guckt ihr tatsächlich auch kurz hinterher, bevor sie dann Richtung Casino geht. Ja. Wie gesagt, Jack, den ihr ja schon kennt, guckt nicht schlecht, beachtet dich auch gar nicht, als du vorbeibrückst, sondern guckt diesem Wagen nach, auf dem so Flammen rüberlaufen, während er fährt. Ja, und du betrittst das Casino und machst so ein paar Schritte rein. Da sieht dich schon Ruth, die gerade durch den Laden läuft und dir freundlich zuwinkt. Würde zurückwinken und auf sie zugehen. Ava, kamst zum Pokerspiel? Guck kurz auf Richtig, die ich Uhr. hoffe, ich bin nicht zu spät. Nein, viel zu früh. Aber kein Problem. Ich kann auch noch hier draußen sitzen bleiben und ich schaue mal zu den anderen Tischen, die das letzte Mal da standen, ob da schon jemand sitzt. Mich anderweitig unterhalten. Es sitzen ein paar andere Leute da. Es sitzen ein paar Leute da, aber wieder eher geisterhaft besucht diese Laden. Nein, nein, kurz schon mitkommen. Wir haben da drin auch eine Bar. Na dann. Ja, eine bessere als die hier. Dann auf jeden Fall. Nichts für ungut. Sie führt dich, denkst erst in Richtung der Büros, aber dann noch so ein paar, so ein Gang, der daran anschließt, weiter so ein bisschen in einen düsteren Gang, wo sie eine Tür aufschiebt, in einen größeren Raum, der dir andeutet, du kannst eintreten. Mache ich dann auch. Hast du irgendwas aus Metall dabei? Ich hätte den Taser wahrscheinlich mitgenommen und ich habe natürlich auch Comlink und das ganze Zeug dabei, Gürtel, da ist überall Metall drin. Also. Ja, also du gehst durch die Tür und hörst dann, wie es über dir piep, 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 piep macht. Guckst hoch, über dir ist eine Lampe, die so rot leuchtet. Ruth tritt dir nach dir in den Raum. Ah, der Metalldetektor. Ich nehme an, du hast irgendwie Waffen oder sowas dabei. Sie geht an dir vorbei, nach links in die Ecke des Raums. Da sind mehrere so Plastikboxen, durchsichtige, gestapelt. Und sie nimmt eine, macht die auf und hält sie dir so hin. Ja, dann würde ich tatsächlich den Taser aus dem Halfter holen und reinlegen. Ja, danke schön. Macht den Deckel drauf, schreibt einen Filzer Eva drauf. Dir fällt übrigens auch auf, als du durch die Tür getreten bist, nachdem du den Schock dieses Piep, Piep, Piep überwunden hast, dass du gar keinen Matrix-Empfang mehr hast. Also wirklich null. Okay. Sagt Ava, Ruth macht kurz die Plastikbox, stellt die wieder zu den anderen Plastikboxen in der Ecke. Siehst, dass da schon ein paar andere stehen, also noch nicht gefüllt. Weitere leere Plastikboxen, auf denen aber schon Namen drauf sind. Und guckst dann mal weiter in den Raum. Dir fällt so ein leicht rauchiger Geruch ein, der hier in der Luft hängt. Siehst, dass die Wände irgendwie in so einer komischen, leicht glänzenden Farbe gestrichen zu sein scheinen.
Also tatsächlich auch die Decke. Ja. Und Bruce tritt, wie gesagt, an dich an, macht die Tür zu. Links ist eine größere Bar. Mit mehreren Barhockern da dran, aus einem ziemlich teuer aussehenden Holzimitat oder vielleicht sogar echt Holz. Wenn es ein Imitat ist, dann ein sehr gutes. Und du siehst dahinter auch eine deutlich größere und teurere Auswahl an Alkoholika, die da präsentiert werden. Und zur Rechten siehst du so einen Pokertisch tatsächlich, also so ein Oval mit grünem Filz ausgelegt. So mehrere Felder, die da in weiß markiert sind. Liegt auch schon zwei Packungen Karten auf dem Tisch bereit. Und ja, Ruth tritt dann hinter die Bar. Was möchtest du denn trinken? Ich würde mal so den Blick ein bisschen über die Auswahl schweifen lassen. Und, wahrscheinlich so ein Whisky hängen lassen, hängen bleiben. Sie dann so ein bisschen danach ausfragen, was sie denn da so stehen hat. Und dann wahrscheinlich irgend so ein schon relativ teuren, nicht unbedingt das allerteuerste, aber einen relativ teuren mit ein bisschen Wasser bestellen. Ja, sie haben teuer, sehr teuer und sehr, sehr teuer da. Ruth scheint auch nicht so wirklich Ahnung von zu haben. Hab ich ja ein bisschen, also würde mich da schon. Also du findest da einen von deinen Lieblingswhisky, wie war die Marke nochmal? Fenway? Tatsächlich. Fender-Kern. Tatsächlich, ja gut, dann. Den lässt du dir einschenken und Ruth greift dann auch, greift da noch danach und schenkt dir einen, stellt dir das Wasser mit dazu, dreht sich wieder um, fängt an so einer Kaffeemaschine schon rumzumachen. Sag mal, wie lange machst du das eigentlich schon? Wird mal, während sie da rumgreift an der Kaffeemaschine, gucken, ob hier irgendwo Strohhalme stehen oder irgendwie sowas in der Richtung oder Löffel oder keine Ahnung, wird mir davon einnehmen und damit so ein bisschen von dem Wasser, von dem stillen Wasser, das hoffentlich Zimmertemperatur ist, so ein bisschen in den Whisky machen. Mhm. Zu ihr hochgucken. Was genau? Na, das, was du halt tust. Dieses Zeug. Das mit den Automaten, meinst du? Ja, das gehört auch irgendwie dazu, oder? Ein bisschen, ja. Schon eine ganze Weile. Okay. Warum fragst du? Ich weiß nicht, ich dachte. Also, du hast das schon öfter gemacht, sowas, ja? Liegt hier ein bisschen schief. Wo möchtest du hinaus? Sie kommt so rüber und dreht sich zu dir um, fummelt da an so einer Kaffeetasse rum, also dreht die so ein bisschen in den Händen. Ich weiß nicht, ich dachte, ich könnte dich vielleicht fragen, ob du mir sagen kannst, ob das irgendwann aufhört. Was aufhört? Nee, dass man sich so scheiße fühlt. Sieht ja ein wenig verwirrt aus. Ich fürchte. Ach, naja, und sie schreit sich so das Haar zurück. Mach mal bitte eine Wahrnehmungsprobe. Auf Sehen, ja. Ja, genau, auf Sehen. Erfolge. Ja, 5 Erfolge. Du siehst, also sie streicht sich so ihr Haar zurück hinter ihr Ohr. Es fällt Sekundenbruchteile später dieses lockige Haar wieder davor. Aber du kannst für einen Bruchteil so ihr ganzes Ohr sehen und siehst, dass halt hier oben diese Rundung gar nicht so richtig rund ist. Also sie sieht vor allem
Vor allem ist da ganz viel Narbengewebe, siehst du. Es sieht tatsächlich so aus, als hätte man das irgendwie so in Form geschnitten, aber ohne das zu können. So ein bisschen ja, auf die Theke lehnen und ein bisschen mit dem Finger gegen das Whisky-Glas klopfen. Können uns einen Moment unterhalten, wenn du möchtest. Ist das noch keiner da? Ich schau mal ein bisschen zur Seite. Ich vermute, da sitzen vielleicht zwei Leute oder so, aber das wird wahrscheinlich nicht Nee, viel sein. der Raum ist komplett leer, bis auf euch beide. Okay. Ja. Nicht. Ich dachte, weil du das so machst, um dein Geld zu verdienen, könntest du mir das sagen, ob das irgendwann besser wird? Sieht tatsächlich langsam so ein Aha-Ausdruck, dass sie anfängt zu begreifen, worauf du raus willst. Dann nimmt er so einen tiefen Schluck. Ich glaube, das hängt davon ab, wie du damit umgehst. Dir macht das gar nichts aus. Glaubst du, es wäre klug, mir anmerken zu lassen, ob es mir etwas ausmacht? Sicher nicht, das ist ja schließlich dann auch irgendwie dein Beruf. Du hast damit angefangen, oder? Nein, nein, das ist. Ich wollte es gar nicht wirklich, aber. Naja, ist ja auch egal. Du brauchst zum Spielen. Und sie verschwindet so kurz unter dem Tresen, holt dann so eine Blechkassette nach oben. So einem kleinen Schloss. Greift so unter ihre Bluse und holt so einen kleinen Schlüssel hervor, mit dem sie das Schloss aufschließt. Wie viel Geld willst du denn haben zum Spielen? Wie viel wird hier üblicherweise gespielt? Also 20 bis 40.000 Nuyen. Bleiben wir in der Mitte. 30 klingen erstmal gut. Ich nehme an, ich kann nachher noch holen, wenn ich mehr brauche. Klar. Ja, und dann nimmt sie halt einen Credstick, den du ihr rüberreißt, und holt dann aus dieser Kassette tatsächlich so bündelweise 500er Scheine. Und legt sie so säuberlich vor dich hin, bis in Summe 30.000 Nuyen da vor dir liegen. Ich würde, während sie das auslegt, so ein bisschen mitzählen. Ja, also sie macht das auch direkt vor deiner Nase so. Eins, zwei, drei. Das dann entgegennehmen. Ich würde wahrscheinlich irgendwie nochmal so 50 drauflegen und ihr geben. Ich glaube, du brauchst was zu trinken. Nee, ich muss gleich noch karten. Ich habe Später. nicht gesagt jetzt. Gut. Einmal drauf tippen und nochmal etwas mit etwas mehr Nachdruck in ihre Richtung schieben. Sie nimmt das so, und indem sie das weggestickt hat, geht die Tür so auf. Und den kennst du, glaube ich, auch bisher nur vom Sehen. Takima, der Präsident des Green Mantle MC. Also dieser große alte Mensch mit weißem Haar und diesem kantigen Gesicht mit dem leichten Unterbiss. Also leicht ist er gar nicht. Kommt rein. Tritt durch die Tür, es macht beep, 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 beep. Rollt so mit den Augen, geht zu einer der Plastikkisten rüber, zieht so eine raus. Als er den Deckel abhebt, kannst du schon sehen, da steht Takima drauf. Greift so an seine Seite, legt einen Revolver rein, greift an seinen Gürtel, an seine Hose und holt holt in der Hose noch so ein Kampfmesser hervor, legt das da auch mit rein, greift in die Seitentasche also in die Untertasche seines
seiner Weste, holt so zwei Schlagringe vor, legt die damit rein und macht dann die Kiste zu. Legt sich dann so im Raum um, sieht euch beide und kommt rüber, setzt sich neben dich an den Tresen. Bier. Hi, dich kenne ich nur vom Sehen. Du bist neu hier, spielst jetzt auch mit? Das erste Mal, ja. Wird sich Joanna fast schon was bei gedacht haben. Gibt nicht allzu oft Neuzugang, nehme ich an. Das ist die Ausnahme. Eigentlich spielen wir einmal im Monat mit derselben kleinen Runde, aber wenn Joanna will, dass du mitspielst, herzlich willkommen. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Eva, schäbt so ein bisschen das Whiskyglas. Wartet, bis er sein Dosenbier bekommt und dann stößt er dann mit dir an. Wirft dann oder tippt dann Ruth von Cratstick rüber. Halt mal nur 20.000. Ich muss nachher noch zu einer Party. Grinst dich so an, zwinkert dir zu. Frage mich auch. Ich hoffe, er hat sich über sein Geschenk gefreut. Bin mir sicher, das hat er. Wenn es das ist, was ich denke. Ja, wenn ich hier sehe, ich glaube, das war eine gute Investition. Schnitt rüber zurück zur Party. Wir sehen Oni, der mit flammendem Wagen auf den Hof fährt. Was hat Nine Dragons in der Zwischenzeit gemacht? Also du siehst immer noch dein Feuerelementar, wie es da ab und zu in den Grill greift, ein Stück Fleisch nimmt, das so ein bisschen jongliert und dann wieder zurücklegt. Ich guck mal, wo der Little Coyote ist, ob der sich mittlerweile eingefunden hat. Ja, so ein paar Minuten nachdem Oni weggefahren ist, kommt er tatsächlich zusammen mit seiner Freundin, Frau, rüber marschiert. Schaut so auf die Überreste des Drachen, der da immer noch über eurem Laden sitzt und jetzt wahrscheinlich gerade so ein bisschen Nickerchen hält. Je nachdem, wie lange du es aufrechterhalten möchtest. Hin und wieder wird er noch mal in Aktion treten, aber grundsätzlich wird er jetzt nicht die ganze Hauptattraktion sein. Wird er jede halbe Stunde mal, wenn die Musik wieder lauter wird, dann wird er vielleicht noch was machen. Ja. Aber auf jeden Fall kommen die beiden über den Hof auf euch zu. Coyote guckt so interessiert zu dem Drachen hin. Ja, ich reiche den beiden mal eine Dose Bier. Schön, dass ihr es geschafft habt. Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass das so groß wird. Ja, wir sind auch überrascht. Aber gute Musik, nette Gäste, gut, dass ihr hier seid. Das ist auf jeden Fall gut für die Aura dieses Ortes, bin ich mir sicher. Ganz bestimmt. Jo, wie reagiert er denn auf Magie? Also, weil bisher war ich mir ja nicht ganz sicher, ob der gute Mann jetzt echt Magier ist oder ob das halt so ein Fake Artist ist. Ne? Ja, also er wirkt jetzt weniger also er scheint schon eine Ahnung davon zu haben, ja, dass dieser Drache natürlich eine Illusion ist. Und er betrachtet das mehr so wie jemand wie ein Handwerker die Arbeit eines anderen betrachten würde. Mhm. Okay. Gut, gut, kommt her. Ich hoffe, ihr mögt die Musik. Ich bin eigentlich eher für so entspanntere Töne, aber ist eine nette Abwechslung. Urschreimusik, ja. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. So wie der da, also ich habe das Gefühl, gleich kommen alle Eingeweide aus ihm raus, so benutzt er seine Stimme. Das, vielleicht ist das sowas, ja. Ja, also auf jeden Fall besser als die Musik, die Uni normalerweise hört, diese K-Pop-Geschichte. Das wäre wirklich schlimm. Deshalb seid froh. Er plant das nicht, dann in den Laden, sobald er eröffnet ist, laufen zu lassen, oder? Nein, da werden wir uns durchsetzen. Gut, gut, beruhigt mich, beruhigt mich. Ich hab. Kriegt's ein bisschen geschusselt. Habt ihr auch was mitgebracht oder euch?
fummelt so in seiner Hosentasche rum und holt dann so drei Lederbänder raus. Freundschaftsbänder oder was? Der Beginn eures Kopfschmucks. Ich hoffe, ich habe eure Köpfe groß genug eingeschätzt. Hat tatsächlich so drei verschiedene Größen. Und ein Stirnband für Uni. Ja, gut. Die Stickereien habe ich alle selber gemacht. Ja, toller, aber ich gucke es mir mal an, bevor ich ihn da lobe. Sieht das denn vernünftig aus? Also ich bin ja jetzt... Mach ja auch das ein oder andere hermetische Artefakt, bastel ich mir da selbst. Zumindest werde ich ja wahrscheinlich so ein bisschen handwerklich einschätzen können. Ob der also er scheint da schon gut Arbeit reingesteckt zu haben. Das scheint tatsächlich handgestickt zu sein. Du siehst so verschiedene Totemtiere, die sich da in den in den Riemen wiederfinden. Also bei Onis sind mehrere Bisons drinne. Was für Dinger? Bisons. Bisons. Ja. Was hat ich da drin? Du hast so einen Adler, würdest du schätzen, also eine Art Vogel. Und bei Ava sind Biber drauf. Wo sind Biber drauf? Wie sind's? Ja, sehr schön. Ich wusste nicht, welche Tradition ihr dazugehörig seid. Wir kennen uns jetzt nicht so lange. Ich hätte einen Test gemacht, aber das war irgendwie ein bisschen aufdringlich. Deswegen habe ich einfach mal geschätzt. Also ich hoffe, der Adler passt zu dir. Drache ist jetzt nichts, was in unserer Kultur heimisch ist. Genau, und das Bison, der eher starkköpfige, das passt auf jeden Fall auf Boni. Ich glaube, das hat er gut gemacht. Dankeschön. Greift die andere Hosentasche, holt da so ein kleines Metallschächtelchen raus, klappt es auf. Wollen wir dann zur Einweihung so ein bisschen? Da hält ihr so den Inhalt hin, sind mehrere Freizeitzigaretten drin. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube so. Wir sollten uns irgendwo hinsetzen. Ich habe ein bisschen Stärke angemischt. Oh. Na gut, ja, dann am besten hier hinter dem Grill. Ich muss da ein Auge auf ihn halten. Ja, das Feuerlimitar jongliert gerade mit mehreren Buletten. Und in dem Moment sehen wir dann Oni auch wieder auf den Parkplatz fahren. Ja. Aber ich steig aus, ich brülle einmal laut: Abfahrt! Und dann werde ich mich erstmal zur Zapfanlage durchdrängen und mir da diverse große XXXXL-Becher schnappen und erstmal zapfen und trinken. Ja, das tust nicht nur du, das tun auch alle anderen Gangmitglieder zwischenzeitlich. So ein paar Minuten nachdem du dann wieder kommst, kommen noch ein paar andere Autos. Und Menschen oder Personen, die ich verdächtig an die Tänzerinnen und Tänzer aus dem Swift Fortune erinnern, treten raus und verteilen sich so über die Menge. Hört sich doppelt so viele Partygäste hier. Das ist sehr gut. Fantastisch. Ich stoße mit jedem an. Erzähl jedem, wie toll mein Auto ist. Und ja, dann würde ich mich langsam so durch die Menge Richtung Grill vorarbeiten. Aber nicht bevor ich mindestens so 2-3 Bier schon getrunken hätte. Ja. Je näher du dem Grill kommst, desto mehr kommt ja auch so eine würzige Note in dem Rauch entgegen. Die so von hinter dem Grill zu originieren scheint, also zumindest, oder aus dem Grill, man weiß es nicht so genau. Ja, da stehen tatsächlich auch einige von den Bikern an dem Grill, ohne überhaupt, also alle was zu essen in der Hand, aber hauptsächlich schauen sie gerade diesem Feuerelementar zu, dass da gerade so ein Würstchen einmal durch seine Handflächen zieht und das in so einem perfekten goldbraunen Ton an den nächsten weitergibt. Okay. Also ich bleib dann auch erstmal kurzzeitig stehen und guck mir die Show an.
Finde ich gut. Aber das ist dann übrigens nicht regulär bei uns. Das ist jetzt nur bei den Sonderveranstaltungen. Uli, komm mal rüber hier. Komm mal rüber. Ah, Coyote. Und wie hieß nochmal seine Frau? Little Fox. Little Fox, schön, dass ihr gekommen seid. Na, gefällt's euch? Bier? Ich habe ja immer noch mindestens 2 gezapfte in der Hand. Also ich würde ihr erstmal als Gentleman sofort den 1-Liter Becher in die Hand drücken. Ja, sie nimmt den so, hat offensichtlich ein bisschen Probleme, den gerade zu halten. Nimmt dann so einen Schluck vorsichtig raus. Frisch gezapft, extra für dich. Prost. Danke. Na, Coyote, wie gefällt's dir? Danke, ich trinke nicht, aber ich finde das ganz, also das ist, glaube ich, für die Energie dieses Ortes hervorragend. Du brauchst ein Bier. Ich hol dir ein Bier. Warte. Nee, ich bin wirklich, also kein Alkohol. Heute gibt es keine Widerrede, du wirst heute ein Bier bekommen. Ganz einfach. Die Zapfanlage ist gerade angeschlossen, es ist total frisch, was Frischeres wirst du nicht bekommen. Keine Widerrede, es gibt Bier. Ich mache eben so einen 0,5er Becher fertig und mache auch Nine Dragons noch einen fertig und mir wieder so einen Liter Becher und komme dann so nach kürzester Zeit wieder zu euch. Wunderbar. Uni, ich habe darüber nachgedacht, wir sollten eigentlich eher einen Teppanyaki-Laden aufmachen. Dann können wir hier den Geist hier Arbeit machen lassen. Du sprichst hier rum. Ich glaube, das läuft. Meinst du denn, dass so ein Geist in einem geschlossenen Raum wirklich so eine gute Idee ist? Ja, draußen. Das kann man auch abwandeln. Aber Teppanyaki draußen im Winter, sieht zwar hübsch aus, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das müssen wir nochmal überdenken, die Idee. Gib dir dein Bier. Nicht nur im Winter willst du doch nur Gerichte machen. Hey, wir werden uns das überlegen, falls das mit deinen Fischen nicht läuft. Aber vielleicht bauen wir ein bisschen um und unten am Fluss irgendwas, wo wir, weißt du, Wasser, was fließt, dein komischer Feuerteufel, der grillt oder Teppanyaki macht. Oder vielleicht taucht er sogar aus dem Shabu-Shabu auf und winkt einmal. Wasserelement im Shabu-Shabu, das wäre auch eine Idee. Mhm. Ja, geht alles. Wir sehen Magie und Kochen. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. Also solange die Geister das alles auf freiwilliger Basis machen, wäre das auch für mich okay. Prost, Coyote. Ja. Ich proste ihm zu. Prostet dir zu und nimmt so vorsichtig so einen Schluck. Guckt dann zu dir, um so zu gucken, war es genug? Nein. Ich so trinken. Also ich gucke ihn sozusagen über meinen Becher an. Er hält immer so ein bisschen hin, nimmt so einen winzigen Schluck. Und wenn ich absetze, sage ich, und du darfst jetzt natürlich richtig trinken, wenn du magst. Nein, keine Höflichkeitsfrage. Das Bier ist gut, man muss es schätzen. Da hast du allerdings recht. Deine Geschwindigkeit. Ich hol dir gleich ein neues. Little Fox, wie gefällt's denn dir? Hier so die Party. Was? Super. Findest du gut? Mm. Schön. Also wenn ihr irgendwas braucht, so zum wieder wach werden oder so, ich glaube, da können wir bestimmt was regeln. Ne? Little Fox guckt so, was zum wach werden? Mhm. Ja. Coyote beugt, muss jetzt noch nicht sein. Ja, alles gut, wir sind hier. Ja, also wenn was ist, ihr fragt ruhig. Hier laufen genug Leute rum, das läuft. Danke für das Angebot. Beugt er sich so ein bisschen rüber, guckt so zu dir rüber, aber irgendwie hat er das nicht geschnallt, dass du noch da stehst. Er ist wirklich immer schrecklich angespannt. Er muss wirklich mal so aus sich bisschen aus sich rausgehen, alles mal ein bisschen rauslassen. Oh. Ich trinke den Becher leer, rülpse einmal laut und dann aber so ein richtiges röhrendes Rülpsen, ein gutes, und dann bewege ich mich wieder Richtung Zapfanlage. Das war gar nicht schlecht, klang fast so wie das Lied, das die eben gespielt haben. Aber er ist wirklich. Ich höre ihn, glaube ich, nicht mehr. Ja. Er ist wirklich mal schrecklich angespannt. Ja. Du gehst dir neues Bier holen und wir sehen, wie
Takima oder Sakima sein Dosenbier in den letzten paar gierigen Zügen wegzieht, auf den Tresen haut, an dem er sitzt. Aber ich wähle jetzt so bald, wo bleibt der Rest? Und in dem Moment seht ihr wie, oder siehst du, Ava, wie Joanna Martin durch die Tür tritt. Sich nochmal so ein bisschen das Haar zur Seite schiebt. Ah, sie sind ja schon da, Ava, hervorragend. Sakima. Ja, Katsuro musste gleich kommen. Ja, wir können es ja schon mal setzen. Katsuro war. Sagt er mir irgendwas? Ja, den Namen hast du jetzt schon öfter gehört. Das ist irgendwie dieser Typ von. Dieser CEO von Shiawase Biofood. Ach ja, genau, deswegen. Ja, geil. Okay. Ja, wir sollten uns schon setzen. Er bringt auch noch jemanden mit. Aber kein neuer. Also für uns neu, aber er ist nicht Teil dieser Runde. Im Übrigen, willkommen in der Runde, Ava. Danke. Ja, und sie geht auch kurz hinter den Tresen. Du hörst das Geräusch, das du eben schon von der Geldkasse gehört hast. Sie wühlt ein bisschen und kommt dann ebenfalls mit so einem Stapel Geldpapier wieder nach oben. Sakima hat mittlerweile auch seine 20.000 eingelöst bekommen, schnappt die sich ebenfalls zusammen mit dem zweiten Dosenbier und tritt dann mal drüber zu dem Pokertisch, wirft das Geld quasi vor seinen Platz hin, lässt sich da drauf fallen. Luz guckt die nochmal fragend an, möchtest du auch noch was zu trinken haben? Miss Martin, ihr Kaffee. Vielen Dank. Kriegt sie tatsächlich richtig ordentlichen Kaffee oder ist das so Säuscheiß? Das ist richtiger ordentlicher Kaffee aus einer richtig ordentlichen Espresso-Maschine. Oi, oi, oi. Ja, da weiß ich, was ich den Rest des Abends trinke. Okay. Ja, ich weiß auch, wo die 20.000 von Nine Dragons hingehen. Ja. Ja, ich würde mich dazu setzen, nachdem ich irgendwo so ausgelotet habe, welcher Stuhl vermutlich unbesetzt ist, wenn man mir keinen zuweist. Die anderen beiden haben sich relativ wahllos an eingesetzt. Kannst dich jetzt entscheiden, an welches Ende des Tisches du dich quasi begibst, also links vom Dealer oder rechts vom Dealer? Türnähe wäre ganz cool. Also rechts vom Dealer. Ja, lass dich da hinfallen. Martin hat dir hat quasi so gegenüber vom Dealer Platz genommen und nippt gerade an ihrem Kaffee, stellt sich so, Ava, während wir warten, kann ich dir ja schon mal instruieren, was hier übrigens vor sich geht. Ich, wie gesagt, immer so ein bisschen die Augenbrauen hochzieht, wie das weiß sie noch nicht. Aber nichts sagt und weiter einen großen Schluck aus seinem Dosenbier nimmt. So einmal im Monat treffen wir uns hier, um bisschen Poker zu spielen und ein bisschen die Lage zu besprechen. Ich hatte beim letzten Mal zum Beispiel angebracht, dass mir hier Geld fehlt und gehofft, dass mir vielleicht einer der beiden hilft. Aber hauptsächlich geht es darum, den Frieden in der Stadt hier zu bewahren. Hm. Ich verstehe. Nippt ein bisschen. Ja, und da sie jetzt auch hier ihr Geschäft aufmachen, dachte ich, es wäre gut, sie hinzuzuziehen. Das, davon bin ich jetzt sehr angenehm überrascht, tatsächlich, dass die Stadt tatsächlich doch so kompetent betreut wird, nenne ich es mal. Ja, es ist eher eine Notwendigkeit. Wir haben uns dazu entschlossen, kannst du ruhig sagen. Da fällt ihr so Sakima so ein bisschen ins Wort. Bist ja noch nicht lange hier. Also vor 5 Jahren haben das Ganze schon hier hässliche Züge an. Und nachdem dann so ein Unglück passiert ist, haben wir gesagt, wir setzen uns lieber einmal im Monat zusammen. Es gibt hier übrigens ein paar Regeln. Ich bin ganz Ohr. Jeder bleibt bei seinem Geschäft und lässt die Geschäfte des anderen in Ruhe. Wollte sich von selber verstehen. Natürlich. Aber da ich nicht weiß, was für Geschäfte du machst, Waffenhandel ist meins. Okay? Das dachte ich mir schon. Ja. Gut. Wollte es nur gesagt haben.
Ich habe nicht vor, auch nur eine Fußzehe in den Waffenhandel zu setzen. Keine Sorge. Na ja, gut, dann gibt es ja auch keine Ungereimtheiten und keine plötzlichen Unfälle. Natürlich. Martin verrollt so ein bisschen die Augen. Ja, er hat nicht Unrecht. Also, wenn irgendwelche Streitigkeiten bestehen, dann sprechen Sie es lieber erstmal hier an, bevor Sie gleich vorschnell Schlüsse ziehen. Wie gesagt, wir haben aus der Vergangenheit gelernt und würden sowas gerne nicht nochmal passieren lassen. Dann darf ich fragen, was denn da passiert ist? Sagen wir einfach so, es hat... Es hat Unschuldige das Leben gekostet und ja, ehrwürdige Mitglieder dieser Gemeinde schwer getroffen. Wie dem auch immer, herzlich willkommen hier. Vielen Dank für die Einladung. Wenn Sie sich fragen, was ich für Geschäfte mache, dieses Casino, das ist mein Geschäft. Und Mr. Katsuro, den Sie gleich noch kennen werden, ist der CEO des Konzerns, der hier residiert. Aber er stellt auch große Mengen Drogen her. Aber er verkauft sie hier nicht. Exportiert. Überhaupt sind wir zum Schluss gekommen, dass Drogen in der Stadt wohl Hartdrogen wohl keine gute Sache sind. Also ich weiß nicht, was Sie hier für ein Geschäft aufbauen wollen. Wir haben auch nicht vor uns damit. Das neigt dazu, ein heißes Pflaster zu sein, dass man sich nicht bewegen sollte, wenn man die Stadt nicht kennt. Definitiv nichts, mit dem man anfangen sollte, wenn man sich gerade erst hier hingesetzt hat, wenn ich es so sagen darf. Sakima greift nochmal so sein Bier, nimmt nochmal ein paar leere Schlucke und dann haut er wieder die leere Dose so auf den Tresen, dass es ein bisschen zusammengedrückt wird. Was machen Sie denn jetzt? Warum ist die überhaupt hier? Ich kenne die überhaupt nicht. Also ich weiß, dass sie irgendwie mit diesem Oni, aber... Ava, so nennen sie sich ja, ist Auftragsmörderin. Ich weiß nicht genau, was sie hier für ein Geschäft aufmachen will, aber es ist mir auch egal, solange sie sich an die Regeln hält. Auftragsmörderin? Guckt zu Ziel rüber. Ich versuche so hart wie möglich ernst auszusehen, aber nicht anmerken zu lassen, wie gern schockiert ich gerade von dieser Situation bin. So sieht die gar nicht aus. Guckt wieder rüber zu Martin. Ja, doch. Ihr letztes Opfer war so ein Hacker bei Rinraku. Ich habe einfach ein paar Kontakte da, sie haben mir das bestätigt. Ich nehme einen sehr, sehr langsamen, sehr tiefen Schluck von meinem Whisky. Und einen zweiten direkt hinterher. Gut, sie guckt so auf ihre Uhr und just in dem Moment, in dem sie auf die Uhr guckt, geht die Tür auf und ein älterer asiatischer Herr tritt hinein in feinem Seidenstreifenanzug mit so einem Pokerface tatsächlich. Also so ein Gesicht, das dir so ein dauerangepisstes Gesicht, das dir aber keine Informationen oder keine Emotionen verraten will. Guckt sich so im Raum um und schreitet dann zum letzten verbleibenden Platz am Pokertisch. Beim Laufen holt er so einen Credstick raus und schiebt den dann, nachdem er sich gesetzt hat, legt er ihn bedächtig auf den Pokertisch, schiebt ihn so rüber, mustert dich. Tür steht weiter offen und eine zweite Gestalt kommt herein. Ein Mann mit roten Haaren und roter Lederjacke. Der tritt durch die Tür und macht piep, 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 piep. Er guckt sich so um. Was ist denn hier? Bruce kommt auf ihn zu. Der Herr, wenn Sie Waffen dabei haben,
Was? Waffen? Natürlich habe ich Waffen dabei. Und er greift so an die Seite und holt so eine goldene Ares Predator raus, die er so vors Gesicht hält. Ich erkenne den, oder? Ja, den kennst du aus eurem Restaurantbesuch. Ja, und wir schneiden zurück zur Party. Ein paar Minuten sind vergangen, in denen ihr eifrig gebechert habt. Little Coyote nimmt noch immer so ganz vorsichtig einen Schluck nach dem anderen. Und ja, große Mengen an Bier sind bereits geflossen. Und Oni steht gerade wieder neben dem Grill, als dir jemand auf die Schultern tippt, sich umdrehst, steht Thala hinter dir. Hey, könnten wir, also du und dein Partner und ich, könnten wir was besprechen? Na klar. Ja, vielleicht, wo es nicht jeder mitkriegt. Ich wollte sowieso noch ein bisschen Wodka holen, dann komm mit rein. Ja, sie guckt so rüber zu Nine Dragons, der sich anschließt, habe ich richtig verstanden. Oder? Ja, und ihr geht ins Innere des Ladens, ins Lager. Guckt nochmal, ob wirklich keiner gefolgt ist und keiner auch gerade irgendwie in der Küche ist oder so. Zieht dann die Lagertür zu und es wird unter euch drei hier drin da ziemlich eng drin. Scheint ihr aber egal zu sein. Halt. Sie will ins Lager hinein. Ne, oder du hast gesagt, du wolltest Wodka holen. Wo führst du sie denn hin? Ach so, nee, ich würde sie in dem, also in dem Schankraum, da würde ich sie erstmal absetzen. Sagen, ich bin gleich wieder da. Dragon ist ja außerdem auch dabei, insofern kein Problem. Und dann würde ich halt kurz den Wodka holen, wenn die sich vielleicht schon unterhalten, ein paar Sätze. Und dann eine Minute später wieder kommen, die Flaschen auf dem Tisch einfach erstmal stehen lassen und mich dann dazusetzen. Ja, also während Oni kurz weg ist, und dann Drinks, du hast ja so ein, bist ja so leicht weg, aber du kannst immer noch klar denken. Sie starrt dich wirklich so abschätzend oder einschätzend auch an. So ganz tiefen Blick, du kennst das schon, das ist so der Blick, den Gangster drauf haben, wenn sie versuchen, einem einzuschätzen, ob sie einem wirklich trauen können. Ja, Ja, ich würde ganz cool Wipp an der Wand lehnen und die Blicke über mich ergehen lassen. Uni kommt wieder, stellt die Gläser auf den Tisch und sie winkt euch so ran. Beugt sich so verschwörerisch ein bisschen vor. Also wie gesagt, der Raum ist leer, ne? Ja. Frisch eingerichtet, aber ansonsten komplett leer. Oder dann lehnt sie wahrscheinlich an der Theke und winkt euch so ran. Also, wir hatten ja schon mal wegen dem Lagerraum. Steht das Angebot noch, dass man bei euch ein bisschen was einlagern kann? Ich gucke sie rüber. Ja. Ich setze übrigens denselben Blick zurück. Ich gucke sie jetzt auch so an. Ich hätte da so ein paar Eimer, die müssten für ein paar Tage gelagert werden. Okay. Und wie viel springt für uns dabei raus? Weiß ich nicht, 1000 pro Tag? Ja, von mir aus. Ich Gut. dachte, du wolltest irgendwas Wichtiges besprechen. Ich, Das muss unter uns bleiben. Also auch keiner von den anderen Bikern. Aha. Also, wir sind hier gerade frisch angekommen und wir haben uns gerade Freunde gemacht. Ziemlich scheiße, wenn sowas dann gleich wieder aufgelöst wird, bloß weil einer gerade seine eigenen Geschäfte machen will. Das ist ja alles gut. Wenn ihr das aufbewahrt, ich hol's in ein paar Tagen wieder ab, bring es weg. Keiner wird sauer auf euch sein. Ja gut, wir werden es aufbewahren, aber wir werden es nicht beschützen können. Gut, dann ist das eben so. Ich hab's Bist du im. sicher, dass das eine gute Idee ist? Also,
Warum sollte es keine sein? Naja. Man bescheißt seine Familie nicht. Und den Club bescheißt man schon gar nicht. Ach. Endet immer böse. Aber, naja. Was weiß ich schon. Ja, was weißt du schon? Das ist das Richtige für den Club. Ist doch mir egal, wenn Sakima das nicht einsieht. Ja, was sieht er denn nicht ein? Ich gieße hier so einen Wodka ein. Die mach, auch. Mach mal eine Überredenprobe. Aha, meine Spezialität. Selbstverständlich. So, überreden. Eine Sekunde. Von wie vielen Eimern reden wir denn? So 7 Stück. Also wenn 7 Eimer lagern, 1000 pro Tag bringen, dann muss das ja wahrscheinlich Drogen sein, oder? Kann ich da irgendwie so einen Intelligenztest oder irgendwas machen? Was kann denn so viel wert sein in Eimern, dass man da 1000 rausholt? Das werden Drogen sein, ja. Es sei denn, in diesen Drogen, in diesen Eimern sind irgendwie Handgranaten drin, dann vielleicht auch, aber. 2 Erfolge. Weißt du, Sakima weiß nicht, was gut für den Club ist, okay? Wir müssen expandieren, sonst gehen wir irgendwann ein. Und da kann man auch mal auf die alten Regeln scheißen. Mhm. 7 Eimer nehmen auch nicht viel Platz weg. Hm. Du kennst deinen Boss und du weißt, wie er mit Leuten wie dir umgeht, wenn er sowas rausfindet. Insofern, du hast uns gebeten, hier was aufzubewahren für den Club und wir bewahren es für den Club auf. Gut. Also 1000 Nuyen pro Tag, ja? Ja. Wie viele Tage willst du das denn hier lagern? Ach, weiß nicht. Ich habe einen Kontakt in Thunder Bay, der das abnimmt, aber ich muss das erst klären. Mhm. Ja, dann sind wir uns einig, ja? Kommt mal mit. Und, ja, sie stüffelt so rauf aus der Vordertür über den Parkplatz. Erst so, sieht es so aus, als in Richtung, als ob sie in Richtung ihres Autos geht. Mhm. Dann macht sie so eine Kurve und geht auf Onis Auto zu. Mach mal einen Kofferraum auf. Ich mach mal den Kofferraum auf. Der ist leer und sie greift so nach hinten da, wo die Rückscheinwerfer sitzen. Da hörst du irgendwie so einen Knock von einem Knopf, der umgelegt wird. Das macht einen Plopp, als die Verdeckung unten hochspringt, so ein bisschen. Und sie klappt das so hoch, da wo normalerweise ein Ersatzreifen und Reparaturzeug und sowas liegen würde, ist tatsächlich sehr viel mehr Platz noch gemacht worden. Ein Ersatzreifen findest du auch nicht. Dafür stehen aber so weiße Plastikeimer drin. 3 Stück. Ja, so weiße, wirklich undurchsichtige Plastikeimer. Komplett so 10 Liter ungefähr müssen da reinpassen. Mit so Metallhenkeln zum Hochheben. Das sind 3 und die anderen 4 stehen noch in meinem Wagen. Ich wollte sie gerade rüber. Okay, also ich schnapp mir 2 von den Eimern. Denke mal, mehr werde ich wahrscheinlich gerade in die Hände kriegen. Und dackel dann mal rüber zu unserem Lager. Du musst dafür, also nun das für dich in Perspektive zu setzen, musst hinter dem ganzen Wagen durch, hinter der Bühne. Und dann ist da euer Garage. Oder wo wolltest du es hin verfrachten? Nein, guck mal zu, Uni, oder wollen wir es erstmal ins Haus stellen? Wir stellen sie erstmal rein. Ja, ab ins Haus. Mhm. Ja. Sie geht rüber zu ihrem Wagen. Hat offensichtlich bei sich ein ähnliches Fach eingebaut. Und ja, mit 7 Eimern bewaffnet
auf denen zurück. Und in den Eimern ist Erde, oder? Das, wenn du so schüttelst, du kannst natürlich nicht reinsehen, ohne es aufzumachen, fühlt sich wie Sand an oder so. Du hörst auch so ein, wenn du genau hinhörst, so eine Art Rascheln, aber was genau da jetzt, oder wie das raschelt, kannst du schlecht ausmachen. Das überdröhnt die immer noch andauernde Metal-Folk-Musik. Ja, so, wenn wir die ganzen Eimer reingebracht haben. Gut, und was ist da drin? Das müsst ihr doch nicht wissen, oder? Doch. Glaub nicht. Du solltest vielleicht wissen, dass ich Pflanzenliebhaber bin. Ja, dann habe ich ja Glück, dass keine drin sind. Dann, dann. Hey, immerhin bewahren wir es für dich auf, also. Reicht dir der Begriff weißes Gold? Klar, sagt das Uni was. Was ist weißes Gold? Kokain? Kaiserliches Marschierpulver? Also, im ursprünglichen drin wirst du wissen, dass man da wahrscheinlich mal Salz mit bezeichnet hat. Aber das Einzige, was so viel wert wäre tatsächlich, Salz ist das nicht, und weiß ist, wäre tatsächlich irgendeine Form von Droge, ja. Und das klingt wie Sand. Ja, so ein bisschen. Sie transportiert ja. Ihr Nova Coke in Eimern durch die Gegend. Okay. Oder was auch immer es ist. Aha. Kann ich trotzdem mal einen Wurf machen? Ist es ein gängiger Begriff auf der Straße? Außer, dass es früher mal Salz war. Ah, du handelst mit Salz. Du pfiffiges Mädel. Dass dein Chef darauf keine Lust hat, war mir klar. Habt ihr Hintergründe, also Wissensfertigkeiten, die euch das irgendwie wissen lassen könnten? Organisierte Kriminalität hätte ich. Ja, finde ich schon mal ziemlich gut. Ja, dann ja. Wirst du wissen, dass das durchaus ein gängiger Begriff für Nova Coke ist. Unter Großhändlern. Hm. Jo, na denn. Das ist jetzt aber nichts, was irgendwie viele Menschenleben kostet, oder? Also ist jetzt nicht so ein Crack-Kram, sondern das ist eher tatsächlich eine Kokain-Variante. Ja. Ein Opioid heißt es ja, glaube ich, ne? Na gut. Dann, Am Deal. Sehr gut. Dann amüsier dich. Sucht jemand das Zeug? Sind die Japs hinter dem Zeug her? Bestimmt. Okay. Aber ihr habt doch nichts mit denen zu tun, also warum sollten sie hier vorbeigucken? Nein, ich wollte nur wissen nicht. Das hier. Wer weiß, was sie für Möglichkeiten haben, die Dinger zu orten. Ich habe einen RFID-Löscher drüber gehalten, da ist nichts mehr drin, was irgendwas sendet. Okay. Ich klaue nicht zum ersten Mal Drogendealer, also passt einfach auf das Zeug auf und sorgt dafür, dass es nicht wegkommt, okay? Wir lagern es hier. Ja, genau, das meine ich. Ob es wegkommt, ob es hier jemand klaut, nicht unser Problem. Also. Gut. Handle schnell, dann wirst du auch nicht so viel Geld los. Ja. Gut. Aber jetzt lass uns feiern, du. Sie ist total. Du musst dich entspannen. Mein Freund da draußen sagt. Ich muss mit Coyote sprechen. Aha. Ich glaube, wir sollten dir den mal. Ach, du kennst ihn doch. Vielleicht kann er dir ein paar Tipps geben. Ich drücke hier eine Flasche Wodka in die Hand. Und dann schiebe ich sie ebenfalls zur Tür raus, Richtung Party. Ja. Wir sehen, wie ihr euch zurück auf die Party drängt und schneiden zurück an den Pokertisch. Wo Goto Katsuro jetzt sich tatsächlich gemütlich hinsetzt und nachdem der Neuankömmling diverse Goldkettchen und vor allem seine Waffe in die
Box gelegt hat, setzte sich dann auch oder zieht sich einen Stuhl heran und setzt sich neben Katsulo, dem Ruth dann auch relativ schnell ein bisschen Bargeld hinlegt. Und dann eins der. Und noch einen stellen wollen, den habe ich jetzt ziemlich schnell, ziemlich leer gemacht. Ja, sie holt das zusammen mit seinem Getränk. Und beginnt dann eins der Kartendecks rauszuholen und zu mischen. Guten Abend, Herr Katsulo. Würden Sie uns bitte Ihre Begleitung vorstellen? Fragt Martin. Ja, ich bitte das Auftreten meiner Begleitung zu entschuldigen. Sie ist neu hier und. Aber falls er irgendwas machen sollte, er wirft so einen leicht strafenden Blick rüber. Der so mit so einem, was meinst du denn? Kommentiert wird. Dann rufen Sie mich gerne an. Das ist ein Freund meines Hauses, Herr Akagi. Wurde von mir hierher beordert, weil er einige Unstimmigkeiten in meinen Geschäften aufklären soll. Darf ich fragen, wer die Dame ist? Martin wirft dir so einen Blick rüber. Alla, möchtest du dich selber vorstellen? Ja, ich würde dann so ein bisschen die Räder hinsetzen. Den dieser Akagi kurz einmal anschauen. Eva, wir sind unten in Blue Cat ansässig seit ein paar Tagen. Wochen sind mittlerweile. Du bist übrigens sehr leise. Ja, genau, Schneewochen. Sekunde, ich glaube, mein Skype wird wieder gestellt. Ja. Dann müsstest du uns ja können, von daher zähle ich mal weiter. Ja, Katsuro nickt das so ab, während so die ersten Spielkarten ausgeteilt werden. Mustert dich kurz einmal von oben bis zu dem Punkt, was er sehen kann, und nimmt dann seine Spielkarten auf, guckt die kurz an und legt sie verdeckt vor sich. Schmeißt dann so zwei Bündel Geldscheine in die Mitte, während der Rest ihm nachfolgend das ähnlich tut. Auch Geldscheine in die Mitte schmeißt. Du nimmst auch deine Hand auf. Du hast zwei Könige bekommen. Also ziemlich gut und ziemlich hoch. Würde ich tatsächlich die Hände relativ nah am Tisch lassen, auch um so ein bisschen das Zittern zu verbergen. Jetzt doch schon ziemlich auf den Sausen kriege langsam. Die Päckchen, die da reinwerfen, sind wie viel pro Packen ungefähr? Das wird ja nicht nur ein Schein sein. Ja, so ungefähr 2000 Nuyen, die sie immer so. Also zwei Packen sind dann zusammen 2000 Nuyen. Also ein Packen ist ein 1000. Ja. Okay, dann will ich wahrscheinlich auch erstmal 2000, 4000 reinwerfen. Die alle so mit 2 bis. Will ich nicht was anfangen. Ja, also du gehst einfach mit. Ja. Ja. Und Katsuto beginnt dann aber, nachdem er sich ausgiebig in der ersten Runde gemustert hat, sie sind dann jetzt neu hier und. Sie kennen die Regeln jetzt bereits, ja. Sie wurden mir bereits erklärt. Zumindest in aller Gröbe. Mich interessiert natürlich noch, welche Felder wir im Genauen halten sollten. Ganz besonders was. Wörter. Was. Tatsächliche Geschäftsgebiete im Sinne von Karten, Städten, danke, Gebieten angeht, von denen wir die Finger lassen wollten. Oh, Sie können hier gerne tun und lassen, was Sie wollen, solange Sie sich nicht in mein Geschäft einmischen. Oder das Geschäft der anderen. Haben wir nicht vor. Keine Sorge. Sein Blick schweift dann so ein bisschen rüber, während er
so die ersten Karten in der Mitte aufgedeckt werden. Zwei Kreuze und ein Pik Ass. Beide Kreuze sind für dich gut. Und dann fehlen dir nur noch zwei Karten für alle fünf von einer Farbe. Wissen Sie? Und er guckt nochmal kurz seine Karten an, schmeißt dann wieder ein paar Bündel in die Mitte. 4.000 diesmal. Vor einiger Zeit, weiß ungefähr anderthalb Wochen, wurde mir nämlich Eigentum entwendet. Und ich habe Mr. Akagi hier hinzugezogen, um die Sache aufzuklären. Martin guckt auch nochmal in ihre Karten, schmeißt die dann in die Mitte und gibt ihre Hand auf. Tut mir leid, ich kann von meiner Seite da nichts beisteuern, aber Ava hier scheint recht finderisch zu sein, kann da sicherlich helfen. Vielleicht waren es sogar dieselben. Ich hatte ja letztes Mal davon berichtet, dass mir hier Geld gestohlen wird. Ava hier war in der Lage, die Täter aufzutreiben. Wir haben sie sogar ein Video von ihm. Was genau ist denn angekommen? Vielleicht können wir tatsächlich helfen. Ach, Scheiße, hörst du von der Seite. Und Sakima schmeißt auch seine Hand in die Mitte. Du bist wieder dran, könntest jetzt gleich ziehen oder erhöhen. Ich will erstmal ziehen. Ich will hier erstmal alle einschätzen, wie wir so spielen. Okay. Ja. Wie gesagt, du ziehst gleich. Nächste Karte wandert auf die Mitte. Noch ein Ass. Was eher schlecht für dich ist. Katsudo guckt wieder seine Karten an. Es wurde in einen Firmenwagen von mir eingebrochen. Und mehrere Kilo meiner Ware wurden daraus entwendet. Klingt ziemlich dreist. Allerdings, ich will niemanden angucken. Sein Blick geht so ganz langsam zu Sakima rüber. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand hier in der Runde was damit zu tun hat. Oder vielleicht Sie, wo Sie neu sind. Und er wirkt ja, nochmal 10.000 Nuyen in die Mitte. Tatsächlich immer so den Blick ein bisschen in die Mitte wenden, auch um ihn nicht angucken zu müssen und diesen Blick nicht standhalten zu müssen. Würde aber tatsächlich, ich würde mitziehen. Okay. Ja, Sakima neben dir. Was ein Unsinn. Natürlich waren wir das nicht. Wir wissen, worauf wir uns geeinigt haben vor ein paar Jahren. Daran halten wir uns. Ich kann dafür jeden meiner Jungs und meiner Frauen bürgen. Koto zieht so ein bisschen die Augenbrauen hoch und mustert dann wieder dich, Ava. Wüsste nicht, was wir mit so viel Ware anfangen sollten. Wir sind neu hier in der Umgebung. Ich wüsste nicht mehr, wo wir es absetzen sollten. Was genau ist denn Ihr Geschäft? Würde. Ja, okay, sie würde das tatsächlich machen und sie scheint ja relativ safe zu sein, das Areal. Würde mal so ein bisschen die Haare hoch. Ein bisschen die Haare hoch ziehen, um halt diese Buchse so ein bisschen freizulegen. Wir beschäftigen uns eher mit der digitalen Seite, zumindest ich. Der guckt, zieht so die Augenbrauen hoch und der Rothaarige, Akagi, beugt sich so ein bisschen vor, flüstert ihm was ins Ohr. Er guckt so über die Schulter.
Nun, dann können Sie mit Drogen natürlich nichts anfangen, selbstverständlich. Aber da Sie alle nichts zu verheimlichen haben, und er blickt so dabei in die Runde, während die letzte Karte ausgespielt ist, noch ein Kreuz. Das wäre das 5 von einer Farbe, ich weiß nicht, wie es heißt. Kenne mich noch weniger aus. Naja, auf jeden Fall eine ziemlich starke Hand für dich. Er guckt seine Karten noch mal an und wirft so noch mal 2000 nur in die Mitte. Das ist in die Runde. Dann haben Sie sicherlich alle nichts dagegen, weil Sie ja alle nichts zu verheimlichen haben, dass sich Herr Akagi bei Ihnen mal umschaut. Sie schicken jetzt mal ein Foto von unseren Eimern. Ich habe keinen Empfang. Wir haben da ein paar Sachen bei uns im Haus. So ein Bild von Oni, die ganze Nase ist weiß. Ja. Tja, Martin wird auch so ein bisschen irritiert, aber gut. Solange er die Kundschaft nicht stört oder die Geschäfte. Ich darf Ihnen versichern, meint Akagin dann, dass er das erste Mal in dieser Runde was sagt, ich bin Profi durch und durch. Und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind auch Profis. Sie werden kaum bemerken, dass ich da war. Es sei denn, ich finde was. Aber auch dann werden wir professionell damit umgehen. Klar, kannst du dir gerne meine fettige und schmierige Ölbude angucken, Freund. Bei uns findest du keine Drogen, mein Sakima. Gut, dann wird sich Herr Akagi, als bald er Zeit findet, sich bei Ihnen einfinden. Und ja, wirf dir so einen Blick zu, abwartend auf deine Erwiderung. Ich hab ihm ja schon gesagt, von mir aus ist das okay. Nee, ich meinte jetzt eher bezüglich des Spiels. Ja, und würde dann... Ich würde nochmal 5 reinlegen, warum nicht? Ja, guckt seine Karten nochmal an. Guck dich nochmal an. Mach mal bitte eine Selbstbeherrschungsprobe. Nicht kompletter Garbage. Das sind aber leider auch nur 4. Nur 4. Oh. Und ja, schaffst du es dieser Grimasse, dieser steinerne Grimasse, die dich da anstarrt, du hast das Gefühl, der blitzelt gar nicht, standzuhalten. Dann schiebt er so die Karten von sich weg und der Pott wandert zu dir. Wie viel auch immer drin ist. Ja. Kannst gern mal, also ihr spielt noch weiter. Kannst gern mal mit Logik würfeln, um zu gucken, wie gut du deine Chancen im Spiel ist. Just straight Logik hier. Darf ich da den analytischen Geist mitziehen? Also alle nachwürfeln? Ja. Dann sind das 5 tatsächlich. Okay, gucken wir mal für den Rest. Ja, also du stellst fest, Sakima ist ziemlich schnell raus. Generell fällt dir auf, sowohl Sakima als auch Herr Katsuo scheinen wenig Interesse dazu zu haben, zu gewinnen. Sondern man unterhält sich hier noch darüber, ob irgendwas in der nächsten Zeit passieren soll, ob man irgendwo vielleicht wegschauen sollte, ob irgendwas anliegt. Was alle mit Nein
Oder es liegt nichts an, keiner hat irgendwas Besonderes vor. Oder erzählt zumindest davon. Wie gesagt, und Sakima ist der Erste, der raus ist, sich dann auch zunickt, oder denn der Runde zunickt und geht. Katsuro ist der Nächste, der die Runde verlässt und beugt sich dann nochmal oder deutet so eine Verbeugung an. Die ganze Zeit hast du so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Akage dich irgendwie seltsam mustert. Er winkt auch zurück. Ich würde nicht tatsächlich winken, aber. Ja, er schaut dich auf jeden Fall sehr aufmerksam und so bohrend an. Versuche so cool zu bleiben wie möglich, obwohl sich bei mir alles gerade aufstellt. Ich am liebsten einfach nur aus diesem Raum rausrennen Ja. möchte. Ja, aber auch Katsuro ist dann irgendwann raus. Zusammen mit ihm verlässt auch Akagi dann die Lokalität. Ja, und noch ein paar Runden später. Wie gesagt, Martin ist die Einzige, die neben dir auch wirklich ernsthaft versucht zu spielen. Wirft Martin so die Hände in die Luft und schiebt ihre restlichen Geldscheine so in deine Richtung. Sie sind gut. Ich hatte Glück. Sagt man das nicht über Anfänger? Das weiß ich nicht, aber ich bin zumindest sicher, dass sie nicht mit ihrer Technik betrogen haben. Nun ja, aber wir machen das hier immer einmal im Monat und an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Denn ich werde jetzt auch gehen und schönen Abend noch. Das wünsche ich Ihnen ebenso. Ich glaube, das waren alle, ne? Das waren alle, ja. Ja, und Aufstehen. packt nebenbei auch so die Karten ein. Bringt das ungefähr halbe Dutzend Kaffeetassen, die sich neben dir angesammelt haben, wieder zurück zur Theke. Ja. Ich würde tatsächlich die Scheine einsammeln, zum Schluss gehen, das alles umwandeln lassen und mir dabei nochmal zwei gute doppelte Finger fetter Kerl einschenken lassen. Wie spät ist es jetzt ungefähr? Wie lange haben Sie gespielt? Ihr habt 21 Uhr angefangen, jetzt dürfte es so Viertel nach 9 sein. Wie gesagt, die meisten waren nicht daran interessiert zu gewinnen, sondern haben ihr Geld um sich geschmissen. Haben eine Viertelstunde gespielt? 22:15, nicht 21:15. Ah, okay. Ja, gut. Also ein bisschen über eine Stunde habt ihr da gesessen. Okay. Dann. Ja, würde ich das umtauschen, würde mal probeweise durchklingeln, zumindest bei Oni, um einfach nur mal um zu testen, ob die überhaupt noch klar genug sind, um das überhaupt mitzukriegen. Ja, ich sag's schon mal voraus, du hast 80.000 plus gemacht. Läuft. Ja, und dann klingelst du bei Oni durch, hattest du gesagt. Ja. Ja, da ist natürlich auch schon ein bisschen Zeit ins Sand gestrichen. Der Feuergeist jongliert mittlerweile Kohle, weil an Grillfleisch schon alles gebraten ist. Es stellt sich heraus, dass ein Feuergeist sehr gut darin ist, schnell Sachen zu braten. Ja, ich gehe ran. Warte mal kurz. Bist du sicher, dass das 10 Schritt sind? Ich glaube nicht. Hörst du es dann? Bierbüchsen sind so klein. Seid ihr schon durch? Hast du gewonnen? Da? Was? Was macht ihr da? Wir schießen auf Büchsen. Du bist voll, oder? Es geht. Also, du verpasst eine wirklich gute Party. Ich hole dich ab. Kein Problem. Ich rufe mein Auto rüber. Du hörst im Hintergrund so den kurzen Feuerstoß einer vollautomatischen Waffe und danach Gelächter. Ja, Das würde kann doch doch. jeder. Nein, nein, ich hole
Ich will Ihr die bekommt Flammen sehen. gleich hohen Ich bin gleich Besuch. da. Bleibt da. Probieren wir es bei deinen Dragons nochmal. Ja. Ja, ich hebe ab. Ich habe ja mein Telekom-Set im Kopf. Bitte ja. Sag mir, dass du noch nicht so viel getrunken hast. Was? Ist so laut hier. Die schießen alle um sich. Ja, das habe ich gehört. Ich glaube, Oni steht da mittendrin, oder? Ja, er ist hoch erfreut, hier neue Freunde zu finden. Da kommt auch gleich noch ein neuer Freund vorbei. Ich war wahrscheinlich irgendwo hinten in der Ecke, wo man mich nicht unbedingt hört. Also vor mich hin, oder? Wer kommt? Der Kima. Der von den Bikern. Oh ja. Ja, genau. Ja, der ist hier noch gar nicht gewesen. Was ist mit meinem Geld? Gibt's das noch? Ja, das gibt's noch, keine Sorge. Aber wir Wie ist es gelaufen? Dringend unterhalten. Gut. Okay. Wenn ihr wieder klar seid, auch gerne vorher, aber ich glaube vorher sehr. Morgen. Grillfleisch ist leider alles. Es gibt nichts mehr zu essen, aber Getränke gibt's noch. Ihr braucht nicht auf mich warten. Sag Oni, er soll nicht fahren. Zum Casino, sage ich dem Autopiloten. Nebendran setze ich wahrscheinlich meinen Wagen in Bewegung, den ich zwischenzeitlich auch abgerufen habe. Überholen. Beschleunigen. Casino. Ja. Also dir wird gesagt, sorg dafür, dass Oni nicht fährt. Und da siehst du das Flammenmobil vom Hof düsen. Hat das Automobil ihn denn überhaupt verstanden? Er nuschelt so. Das ist. Casino. Das Auto biegt merkwürdigerweise nach links ab und nicht nach rechts. Montesino. So, nach einigen Beschimpfungen werde ich ja wohl auf dem richtigen Weg sein. Ja. Ein paar Minuten später sieht man dann das Auto wieder am Blue Cat vorbeifahren. In die richtige Richtung. Ja, ich würde unterwegs Ruth noch irgendwie, keine Ahnung, 200, 250 irgendwie ein Trinkgeld da lassen und wahrscheinlich noch irgendwie ein Espresso hinterherziehen mit den ganzen Whisky, Alkohol und Koffein. Das ist eine gute Kombi, hätte ich mir sagen lassen. Würde dann auch noch draußen gehen. Ja, du siehst dein Auto auf den Parkplatz fahren. Du willst gerade einsteigen, da. Hörst du kurz? Und dann mit quietschenden Reifen und brennendem Verdeck. Da bin ich! Siehst du Eva mit den Händen so in der Jacke drin. Sie versucht relativ locker zu stehen. Aber du bist wahrscheinlich zu voll, um irgendwas anderes mitzukriegen. Hast du gewonnen? Ja. Super, wir haben auch gewonnen. Wir haben einen super Deal eingefädelt. Okay. Jupp. Ich erzähle dir alles, wenn wir losbrausen. Was macht dein Auto eigentlich hier? Mich woanders hinfahren. Ich hab dir gesagt, Nein. Ich komme raus und mach die Tür auf. Also. Na los, einsteigen. Ich versuche mich so ein bisschen dagegen zu wehren, so halbherzig, aber man sieht dann auch schon. Einsteigen bitte. Okay. Alles gut. Dann tapse ich wieder um den Wagen rum und werde mich recht lautstark und wahrscheinlich geräuschvoll auf die Fahrerseite irgendwie plumpsen lassen. Nach Hause. Ja, auf der Anzeige erscheint nach Hause und das Auto setzt sich in Bewegung. Zu Hause sehen wir ein Bike, das gerade auf dem Parkplatz fährt. Und Sakima, der absteigt, so über die Party marschiert, beziehungsweise Nine Dragons sieht das, so Ausschau hält. Dann, der Drachen wird mal wieder animiert, der wird jetzt nochmal hochgejagt, später nochmal Feuer über den Platz. Guckt so
beeindruckt nach oben und blickt dann dich, kommt auf dich zu und schlägt wirklich so ein mit dir. Ja. Entschuldigung für die Verspätung, aber ich sehe, ihr habt eine hervorragende Party. Gefällt euch die Musik? Getränke sind nur da, Essen ist alle. Ach ja, gut. Jetzt Schlimmeres. Rauchwerk haben wir auch. Ich reiche ihm mal einen von den Entspannungsherren. Ja, danke. Steckt die so in seine Kutte. Wo ist denn der Rest? Also, Oni? Odi. Achso, der holt gerade Eva ab. Ach so, so. Ich muss noch kurz mit Thala reden. Interna. Ja, ich werde trotzdem versuchen, unauffällig die Dynamik zwischen den beiden mir mal anzugucken. Ja, also du kannst das natürlich beobachten, wie er jetzt hier rüber rennt und geht. Und sich dabei noch ein Bier geben lässt und ihr sie dann so ein bisschen zur Seite zieht und die beiden unterhalten sich so. Du kannst gern mal eine Wahrnehmungsprobe zu machen, um das machen und versuchen einzuschätzen, worum es da genau geht. Oder vielleicht kannst du sogar was mithören. Mhm. Perception, ne? Oh, einen ganzen Erfolg. Fantastisch. Also du kriegst nicht viel mit, aber du siehst, wie Sakima so ein bisschen auf Thala einredet. Eindringlich. Mhm. Hat sie so einen leicht besorgten, aber ja, für einen Moment so leicht besorgten Gesichtsausdruck kriegt, aber dann nickt und Mhm. Ja. Mhm. Ja, dann klopft ihr nochmal so auf die Schulter und wendet sich dann den anderen Bikern zu und unter großem Juhu tritt er in die Menge und beginnt mit denen zu saufen. Ja, also ich bin ein bisschen unglücklich eigentlich mit dieser ganzen Eimernummer, weil mein Plan war ja jetzt eigentlich meinen hermetischen Zirkel da in die Garage zu bauen. Es wird natürlich jetzt relativ preistreibend vermietet. Ich sehe ja ein, dass ich wahrscheinlich nicht so viel Miete einbringe, wenn ich da mal einen Zirkel aufbaue. Von daher hat sich das erledigt. Ich wollte eigentlich den Little Coyote mal fragen, ob er Zugriff hat eben auf so Ingredienzien, die man braucht, um da seine eigenen. Ich kenne, also hier im Ort gibt es nicht viele, die so. Die Ranger haben relativ viele, aber die sind knauserig. Aber ich kenne ein paar gute Tagescremer drüben in Thunder Bay. Da. Wenn ich mal was brauche, bestelle ich da. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wen kennst du denn da? Es gibt da einen guten Laden, dessen Namen mir gleich einfällt, sobald ich ihn generiert habe. Arcana und mehr heißt der Laden. Es ist so ein Tintenfisch-Schamane. Das ist ein guter Freund von mir. Der macht immer gute Preise. Das klingt gut. Ja, den werde ich mich auf jeden Fall mal wenden. Ich kann dir gerne seine Nummer geben. Der kann eigentlich viel besorgen. Super. Ja, lass sie mir geben, die Nummer. Wozu, was brauchst du denn? Na, ich würde mich hier gerne mal häuslich einrichten. Achso, so magisch meinst du? Ja, ich habe dich das noch nie gefragt. Welcher Tradition folgst du eigentlich? Hermetisch. Okay. Du hast so gar kein spirituelles, dass du dich irgendwie den Geistern auch so ein bisschen verbunden fühlst? Absolut. Also ich lasse sie gerne meine Koteletts grillen.
Also bist doch da jetzt, also du wirst ihm ja schon so ein bisschen Kohle dann da geben, damit er sich auch freut. Absolut. Er kann alles essen, was übrig geblieben ist. Ach so. Gut. Dann bin ich beruhigt. Ich dachte, du hast so eine Dienerverbindung zu deinen Geistern. Das ginge gar nicht. Da müssten wir dran arbeiten. Ja. Nein, so bin ich nicht. Dann bin ich beruhigt. Das sind so Sachen, wenn ich. Ne, ich bin ja auch. Da hätte ich mir das mit der Bürgschaft nochmal überlegen müssen, bin ich ganz ehrlich. Aber gut, wenn du den dann. Nee, da sind wir uns einig, also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Gut, das beruhigt mich. Ich gebe ihm mal so ein bisschen. Der arbeitet ja schon eine Stunde. Legt er nochmal zu und geht dann rüber zu dem Feuerelementar und wirft da so ein paar mit so einer Schaufel, die daneben liegt, greift er so ein paar Kohlen aus dem Grill und wirft die so in ihn rein. Und siehst, wie er kurz so eine Bewegung macht, als würde er überlegen, das Feuerelementar zu umarmen und dann aber dann doch. Entschuldigung zurücktritt und das stattdessen so eine kleine Verbeugung macht. Ja, also wenn auch das Essen sich dem Ende neigt, dann werde ich auch kurz mich dem Elementar erkenntlich zeigen und ihn dann entlassen. Den letzten Wunsch verpuffen lassen. Du merkst, dass er das sehr gerne, also unerwartet dankbar ist. Er hat das zur Kenntnis genommen, dass du ihn nicht zwingst, in seiner Dienerschaft zu bleiben und wird das anderen Geistern erzählen. Oh. Positives Karma in der Geisterwelt. Ja. Das ist fantastisch. Und auch, du siehst, wie so Coyote ein paar Meter entfernt steht und da so anerkennend nickt, während das Flammenmobil wieder auf den Parkplatz fährt, gefolgt von Avas Auto. Bist gemutet? Ich habe unterwegs aber allerdings erzählt, also wir werden über Nacht 1000 Nuyen pro Tag für nichts tun verdienen. Wie das? Also ich glaube, früher oder später wird uns dieser ganze Ort hier um die Ohren fliegen. Denn gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich trage nur zum Untergang dieses Clubs bei. Also, die sind sich alle nicht ganz gut Freund in dem Biker-Club. Und die Frau, die du kennengelernt hast, die hat die Japsen beklaut und hat ihm Kokain abgezogen. Aber es wird noch besser. Und sie zahlt uns Geld, dass wir dieses Kokain für sie bei uns zu Hause hüten. Das Zeug loswerden, sofort. Wieso das denn? Nein, du hast es nicht verstanden. Wir kriegen Geld, wenn wir es lagern, nicht wenn wir es loswerden. Wenn die das so bei uns finden, dann sind wir tot. Wer denn? Wir werden Besuch kriegen. Sehr bald. Von Leuten, die dieses Zeug suchen. Warum kriegen wir Besuch von denen? Ich werde keinen von diesen. Die kommen doch nicht bei uns rein. Ich würde so links, rechts, ich würde Lass das. Ich probiere ihre Hand irgendwie so. Mit einer Hand probiere ich beide Hände festzuhalten. Lass das. ich würde das jetzt nicht nur mit einem machen. Ja. Du verstehst nicht, was ich will. Die wissen, dass dieses Zeug irgendwo bei den Balkan liegt. Und wenn die das bei uns finden, sind wir alle tot. Was? Du merkst, dass ihr jetzt. Woher sollen die denn wissen, dass es bei den Bikern liegt? Außerdem lasse ich den doch nicht bei uns rein. Glaubst du etwa, ich lasse irgend so einen Halb-Yakuza bei uns hier. Oh Gott. Ich habe Goto schon zugesagt, dass er bei uns suchen kann, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass ihr so dämlich seid. Wie, du hast ihnen zugesagt, dass sie bei uns rumschnüffeln dürfen? Natürlich habe ich ihm das. Ich hoffe, du hast sie gefragt, ob wir auch bei ihnen rumschnüffeln dürfen. Du hast ihnen gesagt, wir suchen eine Blume, wir wollen mal vorbeikommen.
Natürlich nicht, ich bin doch nicht. Werde ich nicht bemerken, ich komme unsichtbar. Damit gucke ich irgendwie aus dem Auto raus. Den Ernst der Lage vielleicht noch nicht hundertprozentig begreifen. Wenn du das rumrührst, sobald die Tür aufgeht, gibt's dir eine ordentliche Ohrfeige. Ja, also ich bin dann irgendwann bin ich ein bisschen so, ob der Gewalt, so kenne ich sie ja gar nicht. Sie macht das auch nur, damit du die Klappe hältst und zieht dann die Hand direkt zurück und macht so einen Schritt zurück. Also okay, kurz bevor wir ankommen, also jetzt nochmal. Da kommt einer von denen, um was zu tun? Deswegen müsste das ganz, ganz dringend loswerden. Erinnerst du dich an diesen unglaublich hässlichen Typen, wie dieser potthässliche Lederding und diese unglaublich fettigen Haaren in diesem Restaurant? Ja. Der. Der kommt vorbei. Mit Freunden. Und? Ich werde nicht da sein, wenn ihr hier reinkommt. Gut, dann stellen wir die Eimer, wenn er vorbeikommt, bei Little Coyote unter. Und holen sie uns wieder ab. Oder durchsucht er die ganze Stadt und auch Little Coyote. Ja, wir untersuchen auf jeden Fall einige Stationen. Okay, vielleicht sollten wir uns doch was einfallen lassen. Ach. Schade, es klang so einfach. Warum kam euch nicht die Idee, dass das vielleicht Probleme gibt, wenn ihr kiloweise geklautes Novakuk entgegennehmt? Ja, wir sind neu, wir wollten uns Freunde machen. Man sieht ja doch tatsächlich, dass Ava so kurz vorm Nervenkollaps steht. Sie zittert auch richtig. Sie euer Ernst? Na gut, wir werden das alles morgen klären. Ab morgen ist sowieso erstmal Schluss mit dem Alkohol. Mir ist aufgefallen, dass wir ganz schön viel saufen. Währenddessen halten wir gerade an. Also. Bescheuerte Idee. Okay. Ja, geh du trinken. Und was hast halt du? Die Klappe, aber geh trinken. Wegen mir. Geh essen, geh Party machen, aber halt die Klappe. Ich gehe mich abregen. Ich mache euch jetzt eben. Damit werde ich so ein bisschen wankend aus dem Auto raus und schweren Schrittes zur Party zurück. Also, du kriegst eine Kurznachricht noch von mir. Also, ich bin keine 2-3 Meter von dir entfernt. Das ist Spaßbremse. Und ja, dann gehe ich erstmal zur Bar. Ja. Ich würde die Message ignorieren. Ich würde in mein eigenes Auto umsteigen und wir wegdüsen. Und erstmal versuchen, mit dem Geschehen klarzukommen, nachdem jetzt das Adrenalin und die Entspannung so ein bisschen absackt. Ich würde probieren, Nine Dragons als erstes zu finden. Es ist nicht so schwierig. Der ist wahrscheinlich immer noch so bei seinem kleinen Freundeskreis mit den Sportzigaretten. Mhm. So, wir müssen mal kurz reden am Fluss. Das klingt ja nach einem Problemgespräch. Kann man so sagen. Braucht ihr einen Mediator? Ich wäre zur Verfügung. Nein, aber wir brauchen vielleicht in der Tat deine Hilfe. Aber dazu später mehr. Entspann dich. Ich bin entspannt. Er hat offensichtlich auch schon ein bisschen was getrunken. Im Übrigen bemerkst du, als du jetzt wiederkommst, das ist dir vorher nicht so aufgefallen, dass, also die Band war ja vorher diskutabel, ob man die Musik mag, aber mittlerweile ist sie auch so leicht asynchron in dem, was sie spielen, und die alle haben offensichtlich auch gut zugelangt, was die Alkoholiker angeht, und der Sänger grölt mittlerweile wirklich nur noch ins Mikro. Also ist irgendwas zwischen Growlen und Nuscheln und Grölen. Ja, irgendwie sowas, so eine Mischung erfüllt den Ort. Oh gut. Geht ja nicht mehr lange. Also, Aber hat erzählt, dass einer, kannst du dich noch an die... verloren. Hat sie einmal mein Geld verloren? Geht's da um? Nein. Sie hat sogar, glaube ich, ganz gut gewonnen, aber sie findet unseren Plan, die Eimer hier zu hüten, überhaupt nicht gut. Weil in den nächsten Tagen kommen die Japaner vorbei und wollen alles untersuchen.
Okay. Angeführt Das von klang ja diesem schon südlich. rothaarigen, Rotlederjacken Jungen. Schwuchtel. Ja. Also der Typ halt. Und der ist wohl der große Schnüffelhund für die Truppe hier. Für die Japaner, wenn ich das richtig zusammenkriege. Und wenn der das findet, dann meint aber, es hätten wir hier ein Riesenproblem. Was ich nicht verstehe, sie hat irgendwas gesagt, sie hätte den eingeladen sogar. Was? Ja, sie hat ihm gesagt, klar, komm vorbei, guck dir meinen Schrank an, läuft. Ich hab sie gefragt, warum kann ich denn nicht zu den Japanern reingehen und sagen, ich suche ein Blümchen für meinen Freund? Rückt's raus oder es gibt den Schlagstock. Ich verstehe diese Geschäftsbasis hier überhaupt nicht. Aber wieso waren die überhaupt beim Poker? Tja, das frage ich mich auch. Das hat sie mir gar nicht erzählt. Mit wem spielt sie da bloß? Also, stimmt. Woher weiß sie das eigentlich? Das hat sie mir gar nicht erzählt. Wieso hat sie uns nicht mitgenommen? Das weiß ich auch nicht. Aber weißt du was? Ich glaube, die Party ist jetzt vorbei. Ich brauche einen klaren Kopf, so geht's nicht weiter. Und wir müssen mit diesen Töpfen reden. Aber der Chef ist da, glaube ich. Ja, ja. Na, der nichts weiß davon, dass seine erste Mitarbeiterin Kokain bei uns versteckt. Naja, wir können das Kokain ja in dem Bootshaus lassen. Ja, könnten wir. Oder wir könnten es auch irgendwo im Wald vergraben, ist mir so eingefallen. Ja, gute Idee. Und dann soll er kommen. Und wenn er was im Wald findet, von mir aus. Ich breche ihm den Knochen im Leib, Wichser. So. Legen wir ihn gleich daneben in den Wald. Ja, kein Thema. Natürlich. Natürlich. Das zieht immer, wenn du den Leuten sagst, sie sollen anfangen zu buddeln. So. Den müssen wir eh loswerden, wenn wir die Blume suchen wollen. Das wäre jetzt aber vielleicht nicht in dem Zustand. Ich habe heute wirklich viel zu viel gesoffen. Ja, der kommt doch jetzt nicht vorbei. Wer weiß. Ich hoffe es für ihn. Dann drehe ich mich um. Ja, halt. Aber wenn der heute noch kommt, dann müssen wir jetzt die Eimer verstecken. Ich kann jetzt nicht buddeln. Muss Eva kommen. Stimmt. Eva muss buddeln. Sie hat uns das auch alles eingebrockt. Sie hat ihn eingeladen. So ist es. Ich rufe sie an. Sofort. Halt, warte. Ich könnte auch noch einen Erdgeist, wenn Little Coyote nicht in der Nähe ist, könnte ich einen Erdgeist rufen, der das ganze Ding hier versenkt. Du bist genial. Das finde ich super. Genau so machen wir es. Ich rufe Eva nicht an. Soll sie ruhig ein bisschen rumfahren? Die war total flatterig. Ist auch besser, wenn sie es nicht weiß. Sonst wird sie sich von der roten Schwuchtel unter Druck setzen lassen. Es ist auch immer von mir aus. Ich weiß nicht. Aber ich bin sehr müde jetzt auch. Also wir machen das mit dem Erdgeist und den Eimerchen und ich rede nochmal mit dem Chef, aber wir sollten es erst machen, wenn die weg sind. Also halt noch ein bisschen durch. Natürlich. Chill ein bisschen, du wirst angespannt. Ich trinke ab jetzt nur noch. Dann drehe ich mich einfach um und laufe zurück zur Party. Okay, ja. Das gelingt dir. Nein, Dragons, du beschwörst jetzt noch einen Erdgeist und willst dann, dass der ein Loch aushebt, damit ihr die Eimer drin verstecken könnt, ja? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Ich weiß nicht, ob die Eimer direkt in die Erde irgendwie so reingleiten lassen kann, dass sie einfach drin verschwunden sind. Ich weiß es nicht. Ich muss mir die Fähigkeiten immer durchlesen von so einem Erdgeist. Und dann können wir das auch auf nächste Mal noch verschieben. Auf jeden Fall sehen wir oder beenden wir unsere Session damit, dass wir sehen, wie Nine Dragons so einen Erdgeist beschwört, der sich aus Steinen und Waldboden erhebt. Ava, die flatterig durch die Nacht fährt mit ihrem Ford America, und Oni, der zurück auf die Party torkelt und dort weiterdringt.